Ja, ein modernerer Anblick hat die neue S-Bahn hier schon mal, der S6. Frau Eder, wie war denn die Fahrt? Sie hatten gleich mal mit Verspätung zu kämpfen, richtig? Ja, wir hatten Verspätung, aber das lag nicht an dem Zug, sondern an einem Stellwerksproblem in Ludwigshafen. Und dieser Zug, der ist wahnsinnig ruhig gefahren, es hat überhaupt nicht geruckelt, also es war wirklich eine total angenehme Fahrt. Sie sagen es, nur mit Attraktivitätssteigerung wird man die Menschen zum ÖPNV gewinnen bzw. bewegen können. Wie kontraproduktiv kommt da die Preiserhöhung der Deutschen Bahn heute daher? Naja, Preiserhöhungen tun erstmal immer weh. Aber ich sag mal, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und das bedeutet, das Angebot stimmt und auch die Zuverlässigkeit stimmt, dann hat man ja wenigstens auch noch ein Argument. Aber ich glaube, das sind eben die Stellschrauben, woran auch noch gearbeitet werden muss, nämlich dass das Angebot ausreichend ist, Stichwort auch Nachtzugverkehr in Deutschland, dass auch entlegene Regionen, zum Beispiel auch Rheinland-Pfalz, darf nicht abgehängt werden vom Fernverkehr, auch hinter Mainz muss es noch Fernzüge geben. Und wenn das alles stimmen würde, dann könnte man ja eine Preiserhöhung auch noch nachvollziehen. Aber solange wir eben die Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs, ob im Nah- oder im Fernverkehr, solange es da keine Gleichheit gibt, auch bei den Subventionen zum Beispiel für den Diesel und so, so lange wird die Bahn, wird auch der ÖPNV Preiserhöhungen machen müssen. Deswegen müssen jetzt die Weichen gestellt werden, auch gerade auf Bundesebene, was die ÖPNV-Finanzierung anbelangt. Abschließende Frage mit Bitte um kurze Antwort. Mhm. Wie wichtig ist da auch von der neuen Regierung, die gebildet wird, dass da ein neues Denken bei der Mobilität, gerade beim ÖPNV, stattfindet? Das ist ganz wichtig, dass jetzt auf Bundesebene was passiert, weil wir immer noch die Ungleichheit haben zwischen Autofinanzierung und ÖPNV-Finanzierung. Wir brauchen eine stärkere Investition in umweltfreundliche Verkehrsmittel und da müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Frau Eder, herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitte schön.